Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute haben wir noch jemanden hinter der Kamera, denn wir machen etwas ganz Besonderes. Ich werde heute einen Test machen, wie gut ich Elsa und Mörchen wirklich kenne. Und wir werden ein paar verschiedene Sachen ausprobieren. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Wir werden so viele verschiedene Sachen machen. Ihr werdet das dann schon ganz bestimmt verstehen. Hallo! Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Die Kaninchen sind jetzt da hinten. Die kommen jetzt wieder. Gleich. Hoffentlich. Das erste Spiel, was wir machen werden, ist, dass ich mir jetzt diese Augenbinde, keine Ahnung, aufsetze. Und dass meine Mutter die Kaninchen füttern wird mit einer Karotte. Und ich muss dann erraten, welches Kaninchen gerade frisst. Es hat halt wirklich viel mit Raten zu tun. Oh mein Gott. Ist es die Elsa? Jetzt schon. Vorher war es Mörchen, jetzt ist Elsa. Nein. Sie wechseln sich ab, dass wir sie nicht erraten können. Probiert sowas auch mal mit euren Kaninchen aus. Ihr werdet es safe nicht erraten können. Nee, man kann es nicht erraten. Gut. So. Och, ihr süßen Mäuschen. Ihr süßen Mäuschen. Kommen wir jetzt zur nächsten Disziplin. Und zwar möchte ich, dass die Kaninchen mich anstupsen. Also ich werde wieder diese Augenbinde aufsetzen. Und hoffe, dass die Kaninchen dann zu mir kommen. Und du brauchst Geduld. Vielleicht sollte ich mal die Karotte in die Hand nehmen. Noch ein bisschen rüber, ja? Gut. Sehr gut. Die ist ja nur noch so ein Stück. Ja, so schnell geht's. Das tut sich im Moment noch nichts. Achtung. Könnte aber gleich passieren. Das Ding ist, da kommt auch nur ein Kaninchen ran, ne? Weil das ist so ein Mini... Achtung, Achtung, Achtung. Hast du was gespürt? Ich habe nichts gespürt. Da war eben jemand an deinem Schuh. Dann war es Mörchen. Bestimmt. Ja, das stimmt. Es war Mörchen, weil er hat so feine Haare und das fühlt man dann nicht so. Ja, er war's. Wir machen es jetzt einfach so, dass ich Leckerlis auf die Hand nehme. Das hatte ich ohnehin noch vor. Ich fühle was! Sehr gut. War das Elsa? Ja. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Eine Sache habe ich richtig gemacht. Andere Seite, andere Seite. Wer ist da? Oh, ich fühle was. Da ist jemand. Bist du das Mörchen? Ist es das Mörchen hier? Ich habe es richtig gemacht. Nächste Disziplin ist mit dieser Wassermatte verbunden. Und zwar werde ich mir jetzt wieder diese Schlafmaske auf die Augen machen. Wer hätte es gedacht? Und dann muss nämlich eines der Kaninchen auf diese Matte springen. Die machen das sowieso immer. Und ich muss dann halt am Ton schätzen, welches Kaninchen da drauf gesprungen ist. Es klingt alles ein bisschen verrückt heute, aber ich fand die Idee übertrieben lustig. Vielleicht höre ich das ja auch gar nicht. So, jetzt geht's los. Schon passiert. Also, naja. Dann war es die Elsa, die ist gerade reingelaufen, oder? Okay, das zählt dann nicht. Das zählt nicht, ja, genau. Das war auch die Elsa. Nein. Was? Das war das Möckchen. Okay. Vielleicht laufen sie noch mal drüber. Nee. Ich habe gerade was gehört. Ja. Jemand hat einen Fuß draufgesetzt. Das war die Elsa. Nein. Das war jetzt das Möckchen. Oh Leute. Jemand gräbt und beißt auf der Matte rum. Das ist das Mörchen. Ja.
immer noch das Möhrchen. Ja. Oh, du süßer kleiner Bro. So. Schaut mal, wie viel Spaß er hat auf der Matte. Wann hatte ich ihm das eigentlich geschenkt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube letztes Jahr. Okay Leute, weiter geht's mit diesen Bechern hier. Wir werden dann einfach mal sehen, was die Kaninchen da so anstellen. Ich werde wieder auf die Geräusche achten und dann schätzen, was hier so alles passiert. Ah ja. War das das Möhrchen? Ja. 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 Aber gut, das war auch ein bisschen vorhersehbar. Ist es der Turm schon? Mhm. Oh, oh, oh. Gewackelt. Das ist total spannend. Das klingt so, als wäre der Turm schon kurz davor umzufallen. Also der Kleine ist schon umgefallen auf jeden Fall. Ja, mhm. Das habe ich mir gedacht. Der Große steht noch. Ich schätze mal, dass jetzt die Elsa gerade überhaupt nicht involviert ist. Also dass sie, zurück, sie ist schon dabei. Sich zurückhält. Könntest du... Oh, da hat mich jemand angestupst. Mhm. Möhrchen, warst du das? Warst du das, Möhrchen? Ja! Ich muss genau mit diesem Ding nochmal ein Video machen. Falls ihr Ideen habt, schreibt die Ideen in die Kommentare dazu, was ich mit verbundenen Augen bei den Kaninchen machen soll. Wir machen das irgendwie. Und wenn dann auch noch jemand anderes dabei ist, ist es natürlich auch nicht so gefährlich oder so. Oh, ja gut, das ist wieder das Möhrchen, glaube ich, ne? Es geht jetzt weiter mit der Musikmatte. Gleiches Spiel wie vorher auch. Möhrchen ist rausgegangen. Jetzt nicht mehr zulassen, dass irgendjemand rausgeht. Wo ist eigentlich Elsa? Die ist irgendwo da. Okay, das war das Möhrchen. War das die Elsa gerade an meinem Fuß? Ja. Ich bin gut, ich bin gar nicht so schlecht. Das ist jetzt schwierig, weil die Elsa war ja gerade hier. Es könnte schon sein, dass sie auf die Musikmatte gegangen ist. Nein. Okay. Ich höre irgendein Kaninchen kauen und ich schätze mal, dass es die verfressene kleine Elsa-Maus ist. Aber eigentlich wollte ich ja, dass sie auch ein Geräusch machen. Ohne die Matte zu berühren oder irgendwie, ohne da drauf zu... Sie sitzt auf der Matte. Echt? Jetzt kommen wir zur letzten Disziplin und dafür brauche ich nicht meine Ohren und nicht meine Hände, ich brauche einfach nur meine Augen. Meine Mutter hat sich nämlich irgendwelche Fotos von meinen Kaninchen ausgesucht. Ich weiß nicht, entweder hat sie selbst welche gemacht oder sie hat sie aus dem Netz gesucht, zum Beispiel von Instagram, und hat da so Ausschnitte rausgeschnitten sozusagen. Und diese kleinen Bildausschnitte wird sie mir jetzt zeigen. Da muss ich halt schätzen, welches Kaninchen das war. Ich bin gespannt, was draus geworden ist. Nummer 1? Ja, gern. Das ist das Möhrchen. Stimmt. Dieses Foto. Ah, das hattest du geschossen. Mhm. Okay. Es war natürlich auch geschickt, ein Foto zu nehmen, was ich nicht kenne. Nummer 2. Das ist ganz klar, aber... Das ist Elsa. Mhm. Okay. Stimmt, da sieht man das Auge gut. Okay. Das ist auch Elsa. Sicher? Naja. Echt? Ist das Möhrchen? Ich zeig dir das Foto. Boah, jetzt bin ich aber echt gespannt, was das für ein Foto ist. Hast du das verfärbt mit einem Filter oder so? Weil es so braun, bräunlich aussieht. Oh. Das ist die Katze von deiner Freundin. Ja. Kannst du ihr den Link zu dem Video schicken? Kann ich machen. Liebe Grüße an dich, Barbara. Ah,
Okay. Okay, okay. Das ist einfach. Das ist, ich habe gerade echt überlegt erstmal, was das überhaupt ist. Aber es ist Elsa, weil es ist ja eine komplett weiße Nase. Richtig, super. Perfekt. Das war ein richtig guter Gag. Das war sehr kreativ von dir mit der Katze. Wie heißt die Katze? Weiß ich nicht. Die gehört nicht der Bauer. Ach, die gehört ihr nicht? Nee, ach so. Die gehört, glaube ich, ihren Nachbarn oder so. Okay. Dann war es das für heute mit diesem Video, liebe Freunde. Falls ihr Lust auf einen zweiten Teil habt oder auf so ein Video, in dem ich, wie gesagt, mal wieder mit dieser Maske da rumlaufe und irgendwas mit den Kaninchen machen muss, dann schreibt auch eure Ideen in die Kommentare. Und das war's mit dem Video. Sind wir fertig? Ja. Ich habe echt Hunger. Ich habe auch Hunger. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss. Pew.